Ich grüße euch, sehr geehrte Teilnehmer unserer Yogastunden. In diesem Video möchte ich euch die Atemübung Kapalabhati Kriya vorstellen, kurz dazu eine Erklärung geben und zusammen dann einige Durchgänge machen. Die Kapalabhati Kriya ist eine reinigende Atemübung, die zu den Kriyas gehört, beziehungsweise zu den Shatkarmas, und wird ausgeführt, um die Kanäle zu reinigen und um praktisch so einen frischen, klaren Kopf zu bekommen. Im Grunde genommen, durch das Pulsieren der Unterseite des Körpers treiben wir die Energie nach oben Richtung Kopf, so dass das Bewusstsein aufhellt, aufklart, trotzdem auch gleichzeitig so eine gewisse Ruhe eintritt. Also das ist so eine aktivierende und gleichzeitig beruhigende Atemtechnik. Wir sitzen dazu gerade am Atmen impulsartig aus und es ist kein Ausatmen in dem Sinne nacheinander, sondern es ist so ein Hin- und Her-Atmen. Es ist so ein kurzer Impuls in den Bauchmuskeln da. Vor allem sind es die oberen und die mittleren Bauchmuskeln, die sich dabei bewegen. Also auf den Unterbauch gehen wir hier dabei erstmal nicht ein. Und es ist immer so das gleiche Volumen in der Lunge. Es ist nicht so ein Nach- und Nach-Ausatmen, sondern es ist so ein Hin- und Her. Genau, ungefähr in diesem Tempo. Und die Nase dafür sollte frei sein, also ruhig schneuzen oder auf anderen Wegen die Nase reinigen. Es gibt ja auch Nasenduschen, auch im Yoga, damit die Atemkanäle frei sind. Und dann kann man das angehen, diese Atemübung. Okay? Gut, und wir machen jetzt so eine kleine Einheit, ungefähr 10 Minuten mit der Vorbereitung, eben mit der Kapalabhati Kriya und mit einer kurzen Konzentration am Ende. Okay, wir sitzen gerade und bringen den Oberkörper zumindest erstmal locker. Die Beine können beliebig sein im Schneidersitz oder wie es bei mir im Lotussitz ist. Kopf vor und zurück erstmal. Okay, locker entspannt. Nach links, nach rechts. Okay, ausstrecken und Schulterblick dann nach links, nach rechts, über die eine, dann über die andere Schulter schauen. Mitte, dann Kinn zum Brustkorb, langsam im Kreis in eine Richtung. Und hier den Kopf dabei hochstrecken, also zur Decke hochziehen. Unten in der Mitte die Kehrtwende, andere Richtung. Okay, einatmen hoch, Arme nach außen und jetzt spannen wir den Oberkörper an. Die Vorstellung, dass zwei Wände entgegenkommen und man schiebt diese Wände wieder auseinander. Also die Schultern ganz fest machen, ganz stark. Brustkorb, die Arme anspannen. Noch härter, noch fest auseinanderschieben. Und dann entspannen. Die Hände locker, die Arme locker hier im Kreis am Brustkorb vorbei. Eine Richtung. Andere Richtung. So, dass die Ellbogen immer oben bleiben. Okay, und dann die Finger auf die Schultern, Schultern an die Ohren, vor, runter, zurück. Die Ellbogen zeigen immer nach unten. Ohren, vor, runter, zurück. Rauf, vor, runter, zurück. Rauf, vor, runter, zurück. Andere Richtung. Hoch, nach hinten, runter, vor, hoch, nach hinten, runter. Schieben wieder auseinander, sind die Arme ganz fest, locker hinter dem Kopf zusammen, einatmen, Ellbogen zurück und Brustkorb vor, ausatmen. Der Kopf geht nach unten, der Oberkörper bleibt senkrecht. Einatmen, öffnen, ausatmen, runter. Einatmen, öffnen hier zentral, ausatmen nach rechts, Blick nach links oben. Einatmen hoch, ausatmen, Beuge nach links, Blick nach rechts oben. Einatmen, Arme hoch,
Fest ausstrecken, ausatmen im Kreis nach unten. Okay, erster Durchgang Kapalabhati. Ungefähr 20-25 Mal. Locker entspannen, damit es auch gut funktioniert. Und dann starten wir. Tief ein, langsam aus, entspannen, atme so langsam wie es geht, spüre die Ruhe, die dann eintritt, aber auch die Klarheit im Geist, ein, aus. Okay, wir machen mit dem Oberkörper weiter, so weitere Aufwärm- und Lockerungsübungen. Im Wechsel, rechte Hand geht runter, mit der linken Hand nach rechts strecken, ausatmen, einatmen, hoch und das gleiche zur anderen Seite mit der rechten Hand nach links. Und wenn du darauf achtest, meine Hand oben, die ist horizontal, also horizontal rüberziehen. Einatmen, gerade Position, ausatmen, nach rechts, einatmen, Mitte, ausatmen, nach links. Einatmen, Mitte, nach rechts, Arm verlängern. Wichtig, dass das Becken hier horizontal auch bleibt, also hier niemals abheben, weder nach links noch nach rechts, darauf auch achten. Und drüber. Ein, Mitte, nach oben ausgleichen. Und das gleiche jetzt in der Rotation nach links und nach rechts. Rechte Hand geht hinter dem Rücken. Links außen, nach rechts die Drehung, auch die beiden Schultern drehen mit dem Kopf, ein Mitte, aus, nach links. Ein Mitte, nach rechts, die Arme unterstützen die Drehung, ein Mitte, aus, nach links. Ein Mitte, nach rechts. Ein Mitte, nach links. Ein Mitte, hoch, aus, fest hochstrecken, den Oberkörper ausgleichen, ausatmen, seitlich runter, Schultern sind offen, der Brustkorb ist offen, zweiter Durchgang, Kapalabhati. Kurz vorbereiten, ein paar Sekunden konzentrieren und dann geht's los. Und wieder ganz ruhig werden, ganz locker atmen, langsam ein, aus, ein, tief in den Bauch entspannen, das Zwerchfell entspannen, ohne Anstrengung. Den Atem fließen lassen, die Energie fließen lassen, langsam aus. Langsam ein. Langsam aus. Okay, und jetzt noch eine kleine Einheit für die Beine, weil für den Oberkörper, für den Nacken haben wir schon viel gemacht heute. Dazu. Rechtes Bein ist unten angezogen, linke Seite hier am Fuß greifen und einfach zum Lockern hochstrecken heranziehen. Und achte auf den Rücken, dass du nicht zu sehr nach hinten verkrümmst, eher den Rücken ausstrecken immer und Brustkorb, Bauch nach vorne ziehen. Hoch und runter. Wenn es hier schwierig ist, den Fuß zu packen, kann man auch einfach unter dem Knie das Bein hochhalten und den Fuß rauf und runter bewegen. Okay? Nach oben durchstrecken.
nach unten ab. Jetzt den Fuß übersetzen, am Knie außen, Oberkörper ausrichten, rechts nach oben hochstrecken, Drehung nach links, Artha Matsyendra Asana. Diese Art, der rechte ist jetzt senkrecht, maximale Drehung zurück in den Schultern, Blick über die linke Schulter zurück und dann dreimal ein- und ausatmen. Hier ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, zurück, Wechsel, linker Fuß unten angezogen, rechtes Bein, entweder hier am Fuß greifen oder unter dem Knie und dann strecken und wieder zusammenziehen. Strecken, zusammenziehen. Auf, ab, nach oben, runter, nach oben, nach unten, einmal noch, nach oben, näher ran, auf den Rücken wieder acht, dass der Rücken senkrecht bleibt, nach unten und dann Fuß nach außen, rechter Fuß nach links außen. Knie heran, Oberkörper aufrichten, links nach oben einatmen. Drehung nach rechts. Hier aufsteigen, hier kann man die Bewegung gut sehen, also nicht zusammenfallen. Nach oben wachsen, soweit wie es geht. Über die rechte Schulter Blick nach hinten, dreimal atmen. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, lösen, herausdrehen und die Ausgangsposition, entweder Schneidersitz oder Siddhasana, Oberkörper gerade, oder Padmasana, Lotussitz. Dritter Durchgang Kapalabhati. Wir haben jetzt jeweils 25 Mal gemacht. Wir machen jetzt dieses Mal auch nochmal die 25. Kurz vorbereiten und konzentrieren. Und dann geht's los. Wie es geht, ein. Zunge hoch zum Gaumen drücken, langsam aus. Die Augen sind geschlossen oder halb offen. Ein. Langsam aus, lasse den Körper sich entspannen, also komplette Entspannung aller Muskeln, Schultern, Bauch, Rückenmuskeln. Ein. Aus, bewusste Wahrnehmung der Atmung, bewusste Wahrnehmung der Bewegung, die beim Atmen entsteht. Ein. Aus. Langsam ein. Aus. Okay. Wenn du Zeit hast, wenn du möchtest, kannst du dich hinlegen und noch 5 Minuten lang entspannen, die Shavasana ausführen oder auch gleich mit deinen alltäglichen Dingen beginnen. Somit dieser kurzen Praxis ist man gut für den Tag vorbereitet, gut mit Energie geladen, die Energiekanäle sind offen und man kann quasi seinen Alltagsaufgaben mit Erfolg nachgehen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Wer Fragen hat, bitte gerne an mich wenden. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.